Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Switchbot-Video. Wir wollen diesmal den Gardinenbot testen. Ich hoffe, also die ersten beiden Videos sind ja nichts geworden, die sind mir misslungen. Ich hoffe, ich kann noch was Vernünftiges daraus retten. Wenn nicht, ist das erste Video, was ihr seht, und die anderen muss ich nochmal neu machen oder so. Entschuldigung. Ja, meine Anleitung, die ist leider auch wieder nur in Englisch, oder? Schade. Schade, 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 schade. Die ist wieder nur in Englisch. Dann haben wir hier so ein Metallteil. Dann haben wir hier Klammern. Ich glaube, da muss ich dann doch mal nach Anleitung vorgehen. Also wir haben den Bot. Hier haben wir irgendein Klebeband. Und ein USB-Kabel. Der ziemlich lang ist. Zum Laden natürlich. Da muss der natürlich hier ziemlich lang sein, wenn man oben an die Gardinenstange ran will. Auch so, ja, mit einem Klettverschluss schön versehen. Ich werde den mal auspacken, ja. Finde ich sehr gut. Hoppala. Ja, warum fällt immer alles nach unten? Ist da nicht, weil dich hält. Oh Gott. Ja, der ist ziemlich lang. Ich gucke gerade mal. Mein Tisch ist 120, glaube ich. Meter 20, 1,60 Meter. Wartet mal, ich hol mal lieber mein Maßband. Lieber nicht auf Schätzen verlassen. Aber ich würde jetzt schätzen, 1,80. Aber nee, so lang ist der nicht. Der ist doch nicht so groß wie ich, oder? Rein mein Schätzen, weil der Tisch ja 1,20 ist, würde ich jetzt auf 1,80, 1,83 kommen, irgendwie in dem Dreh. Aber der sieht nicht so lang aus, der Kabel. Ja, ich weiß, das heißt das Kabel. Oh, scheiße, bin ich fast. Ja, gut. Also mit Stecker alles drum und dran kommen wir auf 98 cm. Ziemlich genau. Wartet mal, ist mein Mikrofonkabel. Sollte eigentlich ausreichen, dass man den da oben ran macht und dann an und daneben irgendwie auf einen kleinen Tisch oder was Stuhl ranstellt und dann
was weiß ich, Steckdose da hat man in Nähe oder man macht es mit einem, das schon, wie heißt denn das? Ach Gott. Ich komme nicht auf den Namen. Externen Akku. Geht natürlich auch. Aber wir haben dafür noch was extra. Da wollte ich eigentlich ein einzelnes Video machen, aber ist natürlich besser, wenn es denn hier drin ist. So, da haben wir die Kabelei und wir haben nicht nur sowas hier. Das ist ein Adapter für den Switchbot, damit die Batterie oder Akku sich durch die Sonnenenergie wieder aufladen kann. Die muss man extra kaufen. Hier ist dann auch nochmal so Klebepads mit bei. Mit, seht ihr das? Ja, das ist halt hier ausgeschnitten. Das sind Klebepads. Und hier ist dann halt Klettverschluss. Und hier sieht man es dann, wo dran kommt praktisch. So wird es rangeklebt. Die Klebepads. Und das andere kommt dann halt an den Switchbot ran. Das werde ich euch hoch dann gleich noch zeigen. Wir sind ja noch am Auspacken. Müssen erstmal gucken. So. Dahin. Wofür das Gummi sein soll, weiß ich immer noch nicht. Ah, okay. Hier. Jetzt hoch und runter. Müssen wir dann an die Gardine anpassen. Logischerweise. Ja, das werde ich nicht filmen. Ich werde euch den Bot nur zeigen. Und wir werden den verknüpfen. Aha. Hier ist der Motor drin, rechts. Und hier sind die Akkus drin, die man dann wahrscheinlich abbauen muss und irgendwie rein, wieder neu reinmachen kann. Und hier genau das Gleiche. Hier ist der Motor drin und die Akkus, denke ich mal. Weil sonst ist hier nichts weiter, was aufgehen kann. So, aber nichtsdestotrotz. Wir müssen jetzt erstmal diesen einen Bot mit unserer App verbinden. So, ich muss erstmal die Hefte hier wegpacken. So, wir haben dann praktisch den Bot hier. Den wollen wir jetzt erstmal verbinden. Und zwar ein neues Gerät. Das da oben. Und hier wird uns nämlich super erklärt, deswegen habe ich mir die Anleitung nicht angeguckt, weil in der App wird uns super erklärt, was wir machen sollen. Wartet mal, ich mach mal die Licht so ein Stück runter, dass man das vielleicht ein bisschen sieht. Aber das seht ihr schlecht, wa? So sieht das besser. So. Wir sollen halt auf der Rückseite diesen Knopf gedrückt halten. So, und in der Next zulassen. Und da haben wir ihn schon gefunden. Äh,
So, und jetzt fragt er, welches Modell wir haben. Wir haben dieses Modell. Oh, das ist aber jetzt sehr dunkel. Achso, das war schon oben, der dunkle Modus. Das ist dieser hier. So, so. Die App setzt das nicht immer ganz gut um. Also die Xiaomi-App, dass man das dann sehen kann. Also wir sollen das. So machen. So. Ist aber was falsch. Hier kann doch. Das ist doch die Unterseite. Wir müssen gucken. Ich würde sagen, ich habe das obere. Nee, ich habe das hier. Das habe ich. So, da soll ich da. Kann ich das hoch und runter machen? Mensch, jetzt stört doch hier nicht. Ah, okay, es ist open. Ich mache mal ein paar auf. Ich weiß ja nicht, wie viel ich brauche. Oh Gott. Hier hacken sich aber ja. Oh Gott. Ich mache einfach mal hier 8 Stück. Ich brauche ja sowieso mehrere. Ich will ja die Übergardinen und die normalen Gardinen, will ich ja alle. Mitmachen. So. Jetzt haben wir aufgemacht. Das sollen wir dann so. Ah, okay, jetzt weiß ich jetzt. Ah, okay. Das kommt dann, brauchen wir dann praktisch 2 Stück. Aber was ist das? First Tap. Ah, das sollen wir nur eins, sollen wir nur rauf machen als First Tap. So, das wäre dann. Und dann halt 2. So. Und die kann man dann irgendwie. Ach so, die soll man dann hier irgendwie. So, das ist für die Gardinenstange, wenn ihr von IKEA eine Gardinenstange habt, die ausziehbar ist. Da. Sollt ihr das da rumkleben? Mit den Rillen zur kleineren Seite. Jetzt wollte ich mal gucken, wo ist denn das bei mir? Ist denn das? Ach, da ganz hinten. Gut. Das ist ja gut. So. Also kommt für mich noch nicht so richtig in Frage. So, jetzt kommen wir zum Kalibrieren. Ich möchte das so haben. Add Curve. So, jetzt kann ich noch ein Curve adden.
brauche jetzt zwei. Für das, was ich mir entschieden habe. Man kann auch sagen, man möchte die Gardine komplett links rüber oder rechts, wenn man eine zusammenhängende Gardine hat. Aber ich habe ja zwei. Auch die Übergardine sind zwei. Und es muss ja nicht. So, dafür brauchen wir dann nachher den Kamm. Also von den Clips sind auch ein Haufen dabei. Ich denke mal, falls einer kaputt geht oder so. So. Was haben wir hier drin? Da war doch auch der... Genau, dieses Gummidings. Da weiß ich immer noch nicht, für was das sein soll. Das ist auch noch gar nicht erklärt worden. Für was das ist. Ich denke mal, das ist für die kleinere Variante, wo denn halt so kleine Pinöpels sind. So. Und auch wieder ein langer USB-Kabel. So, dann das raus. Dann. So, haben wir Curve, den nächsten. Room. Den nenne ich jetzt einfach mal links. Übergardine links. So, next. So, jetzt können wir noch einen neuen adden. Das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen den hier. Achso, den muss ich später dann beenden. Umbenennen. So. Ist doch gut jetzt. So. Übergardine links ist jetzt praktisch der neue. Das ist der hier. Und der Übergardine rechts ist der dann. Übergardine links. So. Du sollst es nicht hin und her tauschen. Okay. Muss ich dann noch ummachen. So. Und jetzt gucken wir mal, jetzt connected der oder ladet. Go Kalibrierung. Ah. Da geht dann halt so ein Video, seht ihr das? Gut. Left, right. So, also müssen wir auf jeden Fall mittig die Dalet machen und dann passt das schon. Also hier, bei mir ist es dann halt so, müsst ihr euch vorstellen, dass die eine Übergardine von über der Hälfte ist und die eine halt nur, die ist halt nur über meine Tür. Und also praktisch ist das Verhältnis so viel, also im Bild so viel zu so viel. So in etwa. Das werde ich jetzt erstmal machen und das justieren. Wir sehen uns gleich. So, alles ist angeschlossen. Und funktioniert auch. Ich wollte die erst andersrum haben und die Übergardine machen, aber das ist zu wenig Platz. Erkläre ich alles in dem nächsten Video, aber ich will euch das noch vorführen. Das funktioniert, ich werde das aber alles nochmal anders machen. Alexa, Gardine auf.
Das habe ich halt in der Alexa-App mit dem Befehl gegeben. Die Befehle vom Switchboard Hub sind anders. Alexa, Gardine zu. War auch gleich alles eingebunden, funktioniert einwandfrei. Aber ich werde das noch so machen, dass ich, die sind jetzt alle Beete zusammen. Dafür kommt noch mal ein Erklärvideo. Ich werde das aber so machen, dass ich diese beiden Switchboards einzeln mache und nicht zusammen, deswegen sage ich Gardine auf, beide aufgehen, sondern Gardine auf, dass nur eine Seite aufgeht und die andere mit einem Extra-Befehl aufgeht. Weil wenn wir kurz auf den Balkon müssen oder so, was runterholen, was draufbringen, es reicht, wenn die Seite aufgeht. Es muss nicht immer komplett alles aufgehen. Ja, habe ich mir so gedacht. Aber es funktioniert super. Man kann auch einen Silent Mode machen, dann ist es noch leiser. Ich habe es jetzt so gelassen, weil mich stört die Lautstärke nicht. Und ja, geht relativ schnell auf und zu. Ich habe die jetzt angebaut, ich habe euch das gerade gezeigt, dass es funktioniert. Ich hatte nur am Anfang so ein bisschen Fehler drin, warum es bei mir halt auch was länger gedauert hat. Man muss es so anbauen, wie es hier auf der Verpackung drauf ist. Ja, also praktisch die Öffnung nach vorne. Ich habe sie versucht andersrum zu machen bei der Übergardine, weil bei den IKEA-Gardinen ist halt nur so viel Platz. Und das reicht nicht für zwei Switchboards, dass die nebeneinander fahren können. Da ist der Platz zu wenig. Bei meiner jedenfalls. Und da habe ich gedacht, ich kann den umdrehen, aber da kam der Switchboard dann immer mit der Bewegung durcheinander, weil dann ist nicht links, links, sondern rechts, wenn man den einstellt und rechts ist dann links. Und dann hat der halt praktisch die Mitte, wenn ich das alles so eingestellt habe, wie es sein sollte, hat er nicht erkannt, dass da die Mitte ist. Für den war das dann halt offen noch oder was weiß ich. Und deswegen hat das nicht geklappt. Ich bin aber noch am Fummeln, dass ich das vielleicht mit einem einzelnen Switchboard hinkriege, dass ich, wenn ich die umdrehe für die Übergardine und dann nicht paare, das praktisch Gardine auf, ein Befehl, komplette Gardine geht auf, sondern als einzelne Bots habe und dem dann sage Gardine auf und dann oder Übergardine auf und dann geht beide Übergardinen auf und dass ich beide Bots dann drin habe und in der Switchbot-Bot-App selbst, also beim Einstellen, beim Kalibrieren, halt nur ein Bot kalibriere. Das muss ich dann auch testen, ob das funktioniert und ob ich es dann umdrehe. Also praktisch, wenn es ja dann umgedreht so dran ist, ob das funktioniert. Da werde ich noch ein bisschen rumexperimentiert. Aber so für den ersten Versuch und so hat sich's gut geschlagen. Ich habe es jetzt zweiten Tag drin. Gestern bin ich nicht dazu gekommen, Videos zu machen. Ich werde es aber, wie eben im Video schon gesagt, noch ein bisschen umändern. Ich werde es nochmal trennen. Und wir müssen ja sowieso noch. Wo habe ich es denn jetzt? Wir müssen ja dann noch im nächsten Video die Dinger ankleben. Dafür muss ich die aber nochmal trennen, die Switchbots, weil der Knopf zum Resetten und zum Verbinden, der ist auf der Seite, wo auch das Ding rankommt. Da kommt man dann danach nicht mehr ran. Da müsste man den Test komplett abmachen und dann müsste man dann Ach, jetzt ist Mausi hier über den Dings gelaufen und hat die Kaffeemaschine angemacht. So. Dass man denn mit dem Klettverschluss, wenn man das dran hat, trotzdem noch irgendwie drücken kann. Da müsste ich mal gucken, inwiefern das funktioniert. Da werde ich aber ein separates Video zu machen. Ja. Das soll es jetzt für das Einrichten auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, die Kamera ist hell genug, obwohl ich alles hier dreimal überprüft habe. Aber auf dem kleinen Bildschirm sieht es halt immer so dunkel aus. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich bin noch am Rumtüfteln. Ja, und würde mich dann hiermit verabschieden. Hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.